herzlich willkommen zu einem heutigen Toy Review von Transformers Hercules Structor. Structor wird geliefert mit mehrem Zubehör und wurde hergestellt von der Firma TFC. TFC ist ein Hersteller, der mehrere Neuauflagen von alten G1-Charakteren ermöglicht. In meinen Augen einer sehr guten Qualität. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Structor wird geliefert mit einer sehr schönen Box. Mit einem klasse Artwork, wo ich sagen muss, dass sie selbst Hasbro hier locker das Wasser reichen können, wenn nicht sogar das alles besser machen. Das ist einmal Structor in seiner Roboterform, in seinem Fahrzeugmodus und ja, in seinem Beinmodus, denn er bildet mit seinen fünf weiteren Teamkameraden den großen Hercules. An der Seite ein sehr schönes Artwork. Ja. Geliefert wird er auch mit einer schönen Biocard. Hinten mit seinen Skills. Dann wird er noch geliefert mit zwei kleinen Kanonen. Eine rot, eine lila. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön, aber naja, gut. Keine Ahnung, was sie sich dabei eingebildet haben, das in solchen Unterschieden zu machen. Aber gut, ist jedem selbst überlassen. Zudem wird er geliefert mit zwei Flügeln, die den Brustkorb quasi vom großen Hercules bieten. So, und dann kommen wir mal zum Structor. Ja, Structor, was soll ich schon groß sagen? Eine sehr imposante Figur, die wirklich sehr originalgetreu dem alten G1-Pardon aus den 80er Jahren ähnelt, aber deutlich größer. Die Figur ist fast doppelt so groß. So, nervig an dieser Figur finde ich persönlich, muss ich leider mal gleich vorweg nennen, die große Schaufel, die quasi hinten auf dem Rücken fest montiert ist und dieses riesen Rückenmodul, was man leider nicht entfernen kann. Ja, die Figur selbst hat ein ganz normales Drehgelenk, leider kein Balljoint. Die Schultern sind auf einem ganz normalen Gelenk, hoch runter, seitlich drehbar. Dann noch die oberen Armpartien lassen sich auch noch um 360 Grad drehen. Die Ellenbogen lassen sich biegen und die Hände sind fest. Die kann man nicht drehen, höchstens ja, zur Seite klappen. Das ist das Einzige. Ja, was schön an der Figur ist, sie hat für den Fußmodus quasi ein kleines Gelenk hier unten im Torso. Der Torso lässt sich auch drehen. Dazu muss man allerdings schauen, dass hier unten nur der untere Teil sich dreht. Und das auch leider nur sehr begrenzt. Ja, Kniegelenke, die allerdings sehr schwer zu betätigen sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Beine lassen sich drehen für die Verwandlung. Hoch, runter, seitlich. Ja, so. Wie gesagt, das ist Structure. Er hat hinten diese Halterungen, die immer, wenn es geht, ausgeklappt werden sollten, damit er steht. Ja, fällt sonst ziemlich leicht um, da er sehr rückenlastig ist. Seine Kanonen, mit denen er geliefert wird, die kann er entweder im Megadron-Style quasi hier einmal an der Seite befestigen. So. Was ihr natürlich auch mit schönen Posen quasi verdeutlicht werden kann. Ja, die Kanonen können ihm auch in die Hand gegeben werden. Oder was sehr interessant ist, nach meiner Meinung, die Kanonen lassen sich miteinander verbinden. Durch diesen kleinen Pack hier hinten kann man sie ineinander stecken. So. Und hat eine große Kanone. Was ich ziemlich geil finde, denn dadurch wirkt er wirklich wie ein Kämpfer mit Gewehr. Finde ich persönlich sehr viel schöner. Gefällt mir. Ja. Ich hatte vorhin schon einen Manko genannt mit dem Rückenmodul.
dass es natürlich sehr klobig ist. Allerdings ist mir auch noch eine Sache aufgefallen. Es ist zwar mittlerweile auch durch ein sogenanntes Sticker-Sheet quasi ja, korrigierbar. Das heißt, diese Figur hat zwar schon sehr viele Details, aber nicht einen einzigen Sticker auf dieser Figur, der zu finden ist. Das heißt, kein Decepticon-Symbol, kein gar nichts. Auf den Armen nichts. Überall keine Sticker. Sehr schade. Allerdings, wie gesagt, kann man das sehr leicht korrigieren. Ich habe jetzt mal bei eBay geguckt. Im Durchschnitt Stickersheet, der ja etwas größer als 2 DIN A4 Seiten ist, kostet im Durchschnitt, wenn man es aus den USA importiert, ca. 30 Euro. Lohnt sich, wenn man die kompletten Figuren besitzt. Ansonsten, wenn man 1 Figuren hat, natürlich nicht. Ja, ansonsten wird Structure geliefert, wie gesagt, mit diesen kleinen Flügeln, die hier vorne ein kleines Gelenk drin haben. Diese Gelenke werden eigentlich nach innen gedreht und werden dann quasi bei dem Großen hier vorne auf die Brust gepackt. Ist aber jetzt natürlich bei dieser Figur leider nicht möglich, weil diese Löcher hier oben in den Figuren, da passen die leider nicht rein. Zum Verwenden dieser Flügel, mache ich jedenfalls immer so, kann man diese hier unten an den Füßen befestigen und über die Räder klappen. So. Kann man, muss man aber nicht. So, kommen wir doch einmal zur Verwandlung. So, zur Verwandlung. Es ist gesagt, sie ist sehr einfach, sie ist schlicht, sie erinnert sehr stark an das G1-Pendant von früher. Dazu, kleiner Hinweis, die Füße werden zwar mit diesen Packs ineinander gesteckt, würde ich aber für die Verwandlung nicht machen, denn ich weiß noch nicht wieso. Ich vermute mal einfach, das ist, weil die Gelenke dann zu dicht beieinander sind und sich gegenseitig halten, lassen sich die Kniegelenke danach nicht mehr richtig betätigen, um den quasi in den Fahrzeugmodus zu bringen. Dazu, ganz einfach. Als erstes klappe ich immer mal die Beine so ein bisschen zurück, um das mal zu verdeutlichen. So, das Backpack wird einmal rumgeklappt. Jo, dieser Pack, der wird hier oben in einem kleinen Loch verstaut, damit quasi das Backpack richtig festhängt. Wie gesagt, das einmal lösen. Dann sind hier 2 Gelenke, die auch einmal nach unten drehen. So. Das ist meins. Dann den Kopf. Einmal ganz verstauen, dass hier nur diese rote Blende vorhanden ist. Die Arme einmal hier hineindrehen. So. Dann einmal die Füße hier unten reinklappen. So. Dann einmal dies einmal rumdrehen. So. Schon den ersten Teil. Hier ebenso. Die Gelenke sind sehr, sehr schwergängig, was ich allerdings auch gut finde. Dadurch hat die Figur einen verdammten Mordshalt. So, dann das einfach umklappen. Jetzt aufpassen. Hier unten sind 2 kleine Packs. Die werden einmal verstaut. Das hält leider nicht gut, geht immer wieder raus. Deswegen hat sich der Hersteller was Schönes einfallen lassen. Hier sind 2 Gelenke auf jeder Seite. Einmal hier reinklappen und damit quasi alles befestigen. Durch Tanks Bombe, also richtig fest. So, dieser Connector, der quasi für den Fuß wichtig ist, um den in den Unterkörper zu stecken, einmal nach unten drehen, dass er quasi nicht mehr sichtbar ist aus Fahrzeugmodus. So. Ach so. Man kann natürlich auch dieses Führerhaus abnehmen. Und man kann natürlich dann hier auch noch andere Konnektoren einsetzen. Zum Beispiel gibt es dann noch beim X-Craver, das ist ein anderer von denen, quasi auch ein Bagger. Der hat hier oben den Connector. Da kann man quasi die Schaufel auch nochmal von ihm drin befestigen. Macht zwar nicht wirklich Sinn, weil er ja schon ein Bagger ist, aber ja, die Möglichkeit besteht. So. Achso, was ich noch sagen wollte, was sehr schön ist bei dieser Schaufel, sie hat einen angedeuteten Pneumatik-Arm quasi,
in dieser Schaufel. Sehr schön vom Detail, Grad. Gefällt mir. So, aber jetzt, um zur Verhandlung zurückzukommen, Schaufel einmal hochklappen. Und die Räder einmal um 180 Grad drehen. So. Ebenso. Und keine Angst haben. Es hört sich böse an. Allerdings kann nichts passieren. So. Ja, der Bagger hat im Normalfall hier die Möglichkeit, auch quasi in die Kurve zu gehen. Das ist aber leider, wenn man den richtig verwandelt, nicht mehr möglich. Zeige ich auch gleich wieso. Die Arme in eine L-Winkelform bringen. Runterdrehen. Und jetzt sind hier unten ist ein Connector. Dort. Und ein Loch in dem Arm. Dort. Und dann einfach beides miteinander verbinden. So. Dann ist hier quasi auch die Leiter, die nach oben zum Führerhaus führt, schön zu sehen. Auf der anderen Seite genau das gleiche nochmal. Und drunter verstauen. So, und da haben wir ihn. Structor in seiner Baggerform. So, dadurch, dass die Arme natürlich jetzt befestigt sind, was ich jetzt schon gesagt habe, kann man ihn leider nicht mehr zur Seite drehen. Sehr schade. Ja, der Detailreichtum ist richtig genial an dieser Figur. Auch wenn keine Sticker vorhanden sind, muss ich ganz ehrlich sagen, der Motorblock ist hier richtig schön zu sehen. Der Motorblock, wie gesagt, richtig schön in mehreren verschiedenen Silbertönen. An der Seite diese Stangen, wo auch von der Moviline die Waffen dran passen. Auch sehr schön. Überall hat er kleine Konnektoren, wo man jetzt zum Beispiel auch ja, die anderen Waffen mit anderen Transformers-Figuren von verschiedenen Toylines eben auch dran befestigen kann. Hier oben auch noch mal ein paar, hier hinten noch ein Connector. Und die Waffen auseinanderdrehen. Und jetzt hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Was mir persönlich immer gefällt, was auch früher gemacht wurde bei dem Classic. Bei der Classic-Figur, die Flügel wurden hier an der Seite befestigt. Sieht ein bisschen freaky aus mit Flügeln, ein Bagger. Und die Waffen wurden hier vorne im Arm befestigt. Das sind wie die so ein Auspuffrohre. So. Und was ich dann immer gerne mache, ist, ich klappe die nach oben. Sieht auf jeden Fall dann deutlich besser aus. So, wie gesagt, die Waffen sind an der Seite befestigt. Und bieten quasi die Auspuffrohre. Man kann allerdings auch die Waffen mal unter den Flügeln befestigen. Und dadurch quasi die Waffen mit den Flügeln verbinden, was natürlich auch in meinen Augen ein bisschen besser aussieht. So, dann kann man natürlich auch, wenn man möchte, die Flügel rumklappen und die Waffen unter den Flügeln natürlich wie so eine Art Flugzeug befestigen. Ist natürlich auch die Möglichkeit. Oder wenn man sie nach oben gedreht hat, dass sie nach vorne zeigen. So, an sich hat diese Figur noch einen dritten Modus. Den habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist der sogenannte Beinmodus. Er ist ganz einfach natürlich von der Verwandlung her aus dem Baggermodus. Man dreht einfach das Gelenk nach oben, dreht die Schaufel nach oben, löst die Arme. So, und lass mich gerade überlegen. Ah ja, genau. So, dann dreht man diesen Connector einmal rum. So. Und hier haben wir das gleiche. Geht einmal um 180 Grad. Dreht den Arm nach unten. So. Und schon hat man quasi den Fuß. Das war es eigentlich schon.
Ja, das Schöne ist, wie gesagt, er hatte dieses schöne Gelenk noch drin. Man muss sich das jetzt dann quasi vorstellen. Hier noch der andere Fuß und geht nach oben der Körper. Das ist quasi der Fußmodus. Unspektakulär, nichts wirklich ja, Berühmtes. Die Waffen selbst werden natürlich auch dann mit den Waffen der anderen Constructicons zu einem riesengroßen Gewehr. Dieses Gewehr, ja, ich habe es leider so noch nicht gesehen, aber es gibt natürlich dann viele verschiedene Möglichkeiten, die Waffen miteinander zu verbinden. Natürlich kann man sie auch, wenn man möchte, ihn einfach hinstellen möchte als Waffenplattform, wie auch immer. Es sind natürlich so inoffizielle Modi, die natürlich nicht so angedacht sind. Ich kann natürlich die Waffen dann auch so verstauen. Kann hier die Flügel anbringen. Kann man, wenn man möchte, natürlich auch nach vorne biegen. Hier vorne sind so kleine Kanonen quasi. Das unten drin und ja, hat man eine Waffenplattform. Ist jetzt nur so als ja, kleine Anregung, wie man es machen könnte. Als Waffenturm, wie auch immer. Ja, ich würde dieser Figur. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch oder besagt hin und her gerissen. Einerseits würde ich dieser Figur, allein von der Verarbeitung her, das Material ist klasse. Es hält massiv aus. Ich habe bis jetzt keine Stresspunkte gefunden, egal wie oft ich ihn verwandelt habe. Die Gelenke sind einfach bombenfest, auch wenn hier so ein bisschen Wackeln hat. Sie halten einfach wirklich Bombe. Ich habe von dem Plastik her finde ich sogar teilweise besser als das Plastik von Hasbro. Hasbro, ihr Plastik ist irgendwie in meinen Augen ein bisschen zu weich, brüchig und ja, verbesserungswürdig. Jedenfalls gegenüber der Figuren aus den 80er Jahren. Ich denke mal, das liegt wahrscheinlich eher einem Kostenpunkt. Diese Figuren hier von Hercules sind natürlich auch nicht gerade billig. Ich habe meine ziemlich günstig geschossen bei eBay für mit Porto und allem zusammen für knapp 45 Euro. Es ist sehr billig, denn bei diversen deutschen Händlern sind diese Figuren für 90 Euro aufwärts zu bekommen pro Stück. Man bedenke, man braucht 6 Stück. Ja, ist man schon bei fast 600 Euro in die Richtung gehend. Das ist natürlich nicht das, was man unbedingt möchte. Allerdings kann ich sagen, diese Figur ist gigantisch. Wenn ich jetzt andere Figuren daneben stellen würde, dann würde man das Ausmaß sehen. Vielleicht zeige ich das auch mal. Dafür verwandle ich ihn einfach mal in den Robotermodus zurück. Tags. Schieben es nach oben. Lösen die Beine voneinander. Drehen die Beine wieder runter. So. Flügel positioniere ich jetzt einfach mal so. Die Beine einfach mal rumklappen. So. Die Arme sind jetzt so fertig für den Robotermodus. Das heißt, muss hier das Gelenk nicht mehr gedreht werden. Arm runter. So. Und das ist jetzt das Schwierige. Ich immer noch nicht so richtig schaffe. Das haben sie auch schlecht gelöst. Die Figuren den Kopf hier oben rausbekommen ist verdammt schwer. So. Ha, da haben wir es doch. So, da haben wir ihn in seiner Roboterform. Und da stellen wir doch einfach mal zum Beispiel Jailbreaker daneben, damit man sieht, wie groß diese Figur eigentlich ist. Sie ist gigantisch, muss ich ganz ehrlich mal so zugeben. Einfach toll, die Figur. Ansonsten können wir noch mal den Transformers Prime Voyager Ultra Magnus daneben stellen. Also die Figur reicht ungefähr an die Voyager-Größe von Transformers Prime ran. Natürlich, die Schultern sind natürlich gerade bei dieser Figur ziemlich hoch. Aber ansonsten ja, Voyager-Größe kommt ungefähr hin. Circa. Man sieht's, Deluxe Class, Voyager Class und natürlich dann
die eigene Größe in dem Sinne. Eine Sache muss noch zu dieser Figur gesagt werden. Wie gesagt, absolut super. Bewertung, da keine Sticker da sind, würde ich jetzt einen Punkt natürlich abziehen. Von der Verarbeitung sehr gut. Verwandlung sehr leicht. Gelenke genial. Einfach alles rundum zufrieden, würde ich sagen, 9 von 10 Punkten. Ja, ganz klar, 9 von 10 Punkten. Zubehör, es ist nicht viel vorhanden. Allerdings muss ich sagen, dass diese Figur alleine vom optischen her einfach eine Menge hermacht und auch ein Goldstück von jeder Sammlung sein wird. Genauso wie die Packung. Es ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gezeigt, einfach schön. Man kann sie natürlich mit den Packungen von Hasbro nicht vergleichen, die noch eine ganze Menge Gedöns und so weiter dran haben, aber ansonsten auch die Artworks, dafür, dass die selbst generiert wurden von den Entwicklern, selbst gemalt worden, sehr stark an die IDW-Comics von Dreamwave quasi ranreichen. Ich muss auch sagen, man kann es jetzt nicht richtig sehen, nein, nicht wirklich. Hier innen drinne ist diese Figur nochmal als Artwork aufgelistet, allerdings nur die Silhouetten. Man kann es jetzt leider nicht so richtig erkennen mit der Kamera. Ansonsten einfach genial. So, was ich jetzt sagen wollte, die Figur ist, wenn man sie komplett verwandelt hat, mit allen anderen Charakteren zu einem großen Herkules zusammenbaut. Sie ist einfach gigantisch. Sie ist riesig. Also, ich habe sie jetzt nur bei verschiedenen Videos gesehen und auch einmal bei einem Bekannten. Die Figur reicht locker auf geschätzte 70, 80 Zentimeter von der Höhe. Und das muss man natürlich erstmal nachmachen. Da reichen höchstens die Leader-Class-Figuren von Hasbro ran. Ja, maximal. Ja. Wenn ihr sie findet, würde ich empfehlen, kauft sie euch. Denn ich denke mal, da es eine private Produktion in dem Sinne ist, die nicht in so einem großen Ausmaß stattfindet, wie es Hasbro durchführt, wird sie wahrscheinlich nicht lange auf dem Markt vorhanden sein. Die Preise sind momentan stark gefallen, da eine zweite Wave quasi davon rauskam. Nicht, wie man es bei Hasbro kennt, als Wave, dass jetzt eine komplette neue Figurenline ist, sondern eine neue Variante. Das heißt, die Packungen wurden leicht abgeändert. Ansonsten sind die Figuren gleich. Man hat natürlich die Fehler, die bei der ersten Wave vorhanden waren, wie von Excraver, dass die Schaufel sehr schnell kaputt ging vom Gelenk und so. Das haben sie jetzt ausgebessert und haben jetzt sie nicht mehr anbeigefügt, sondern die ist jetzt prinzipiell mit dabei, die neue, und muss nicht mehr extra ausgetauscht werden. Ja, kauft sie euch, schnappt sie euch. Ihr werdet es nicht bereuen, es wird auf jeden Fall der Mittelpunkt eurer Sammlung werden. Das kann ich garantieren. Ja, so viel dazu. Wenn noch Fragen sein sollten, Kritik, Anregungen, wie auch immer, postet sie in den Kommentaren. Ich versuche darauf einzugehen. So viel dazu, euer Rexford.